So geht das nicht. Denn Teilzeit in der Bundespolitik, das funktioniert nie. Und das ist ein deutlicher Hinweis darauf, Frau Faeser soll ihren Job machen, das findet auch ihr Bürgermeister, und zwar ganz oder gar nicht in Berlin. Es gibt wirklich viele Probleme, die Frau Faeser macht. Also sie hatte keinen guten Start in ihrem Innenministerium. Man hatte immer so den Eindruck, die will da eigentlich gar nicht sein. Damals war es so, dass man gesagt hat, die hält sich jetzt nur für Hessen bereit. Und das war damals schon ein Problem. Jetzt scheint sie wirklich Gefallen gefunden zu haben an ihrem neuen Job als Innenministerin. Sie versucht auch, sich zu profilieren. Aber das Problem dabei ist, dass da Sachen nicht zusammenpassen. Wir hatten jetzt die Messerstecherei mit den zwei toten Jugendlichen in Schleswig-Holstein am Hamburger Stadtrand. Da ist sie hingefahren, hat sich auf dem Bahnhof hingestellt und hat die richtigen Fragen gestellt. Wie kann es sein, dass der nicht mehr in U-Haft war? Wie kann es sein, dass der nicht abgeschoben war? Lauter richtige Fragen. Aber als Bundesinnenministerin muss sie halt die Antworten liefern. Die hatte sie nicht und die verweigert sie auch.